Das sind Gegner hier unten. What? Heilung. Nein! Und Heilung. Level up. Puh, ich bin gerade nicht so wirklich in der Lage, wieder zu reden, weil ich ein bisschen überfordert bin. Heilung! Heilung! Was ja schon praktisch ist, mit der Maschinenpistole auch seitlich schießen zu können, während man in der Luft schwebt. Was ist das da? Kann ich da... Aha! Vielleicht einmal Schwung holen. Und dann Schwung nach unten. Aha! Moment. Ach, das ist einfach nur ein Weg nach unten, nach oben wieder. ja. Ah! Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich benutze ganz gerne immer zunächst die unoffensichtlichen oder die unscheinbaren Wege. Statt den korrekten oder offensichtlichen. So, das ist für den Superraketenwerfer. Ach, ich kann ja schweben, stimmt ja. Ich muss ja gar nicht hier aus dem Wasser raus außenrum irgendwie über den kleinen Block da. Ich kann direkt hoch und dann schweben. Ah! Okay, also die. Allerdings ist die Laufzeit des Boosters ein bisschen begrenzt. Ups. Hey, er lebt noch. Ich kenne den Superraketenwerfer auf Level 3. Na, nicht ganz. Lebst auch noch? Jetzt nicht mehr. So, Level 3. Jetzt bin ich gespannt, was der kann. Munition ist gefüllt. Raketenwerfer ist ausgewählt. Wo ist der nächste Gegner? Hier, da kommt keiner mehr. Doch, da kommt doch einer. Ah, der Booster geht auch unter Wasser. Wow. Mächtig. Muss ja sagen, gefällt mir. Hier die Heilung. Aber so ein bisschen, muss ich sagen, ist die Lieblingswaffe bisher ist tatsächlich das Schwert. Das Schwert ist ziemlich mächtig, muss ich sagen. Vor allem auf Level 3. Allerdings geht es auch schnell wieder runter auf Level 2. Ich glaube, hier nehme ich den Bubbler. Was Curly? Ach, da unten links. Das Schwert braucht Erfahrung. Ah, verdammt. Egal, es ist voll. Da noch ein bisschen Munition rein. Die ist voll. Ich sehe einen Knopf. Ich habe ihn gedrückt. Ist das sicherlich so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Gibt es geheime Gänge, die ich übersehen habe? Sieht nicht so aus. Ein Teleporter. Da geht's wieder hoch. Oh, was ist das denn? Ja! Heilung? Mach ich Erfahrung irgendwo? Nö, aber Heilung. Ich glaube, da bin ich den Bubbler. Für diese Teile hier. Ah, Moment. Ah! Ich dachte eigentlich so, der Bubbler macht dann so ein schönes Schild um mich rum und dann. Nicht dahin stellen. Da wollte ich hin. Und jetzt hat er aber keine Munition mehr. Jetzt hat er wieder. Ja, genau dafür wollte ich hin. Falls die ganzen kleinen Viecher plötzlich auf mich zufliegen.
So geht's natürlich auch. Aber ja, die Blasen, wenn die einen Gegner berühren, dann platzen die und machen Schaden bei den Gegnern. Für Raketen habe ich 12. 13? Ah, immer noch 13. Eine Tür. Der Blabla braucht Munition. Kann ich die Blasen mit durch eine Tür nehmen? Sieht nicht so aus, ne. Ein dunkler Ort. Sind wir immer noch im Labyrinth? Wir können hier nicht durch. Wir müssen weiter. Ich wollte eigentlich den Teleporter noch testen. Was ist das? Ich höre das Geräusch von rauschendem Wasser. Ja, wenn es nicht so verschlossen wäre, könnte ich da durch. Ja, was? Ich möchte mal kurz den Teleporter testen. Ich habe hier gespeichert. Das heißt, ich fliege jetzt einfach durch, egal ob ich Schaden kriege oder nicht. Ich will einfach wissen, was es da hinten gibt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht sterbe und nicht Level 3 verliere. So, was gibt's hier? Ein Teleporter? Ja, wohin geht der? Ah, hierhin! Der Teleporter funktioniert jetzt. Natürlich führt er nur woanders hin im Labyrinth. War ja klar. Gibt's jetzt irgendwas anderes? Ja, genau, das kennen wir schon. Den haben wir schon bewegt, den Boulder. Jenka hat sie hier eingesperrt, aber nicht, weil sie sie hasst, sondern weil sie etwas bewachen oder beschützen. Aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, was es ist. Ach, das warst du gerade. Ich dachte, du wärst nicht der Verkäufer. Da, auf den Teil ist eine Rakete drauf. Die kann man allerdings nicht mit einem Raketen sprengen. Oder? Nein. Gibt's hier drin einen geheimen Weg? Nein. Gut, dann würde ich eben gerade wieder laden. Nein. Ups. Jetzt habe ich das Spiel beendet. Das war blöd. Hier, dahin wollte ich. Einfach nur laden. Und weiter geht's. Curly hinterher. Core, Kern. Okay, Computer, was sagt er? Klappe öffnen. Nein, erstmal noch nicht. Erstmal gucken, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Sieht aber nicht so aus. Vielleicht hier oben irgendwas? Nein. Okay, dann eben doch. Klappe öffnen. Abnormalität detektiert in Klappe Nummer 4. Tor Nummer 4. Welches ist Tor Nummer 4? Das da offensichtlich. Ja. Ist doch okay. Achso. Dieses Tor ist nur halb offen. Sieht aus, als wäre da drin irgendwas. Würde da drin irgendwas feststecken. Ist das ein Gegner? Etwas gibt nach. Und jetzt fährt es ganz hoch. Okay. Na dann. Ein bisschen schieben. Was sagst du? Einfach Tor für Tor. All diese Security, diese Sicherheit, lässt mich wundern, lässt mich fragen, was es hier unten eigentlich gibt. Findest du nicht? Ja, finde ich auch. Aber wie kriege ich das jetzt auf? Mit dem Schwert? Mit der Pistole? Eine Rakete? Was sagt die Karte? Nichts. Da unten ist ein Computer. Komme ich da hin? Da komme ich auch nicht durch. Was sagt der Computer? Lower Lift? Ja. Lift runterfahren? Ah, das ist ein Lift. Okay. Was kann ich hier noch alles tun mit dem Computer? Lift runtergefahren? Lift ist runtergefahren. Gerade also nichts. Dieser Block sieht verdächtig aus. Nichts Besonderes. Das Wasser zieht mich mit runter und fiebt mich mit hoch, wie es aussieht.
So, dann möchte ich auch dieses Tor bitte öffnen, genau. Okay. Und wieder zurück. Das Lustige ist ja, man kann damit zwar fliegen und sich nach unten drücken, aber nach links oder rechts hat die Maschinenpistole keinerlei Rückstoß. Finde ich irgendwie seltsam. Ich meine nicht, dass es mich jetzt wirklich stören würde, aber ich fände es doch passend, wenn man zumindest ein bisschen nach hinten geschoben würde, wenn man schießt mit der Maschinenpistole. Was bist du? Ein zerbrochener Roboter. Sehr schwer beschädigt. Oh je. Schau mal. Ein Soldat von der Oberfläche. Total kaputt. Da gibt es noch ganz viele mehr von denen. Was könnte sie zerstört haben? Sicherlich ein Mimiga. Doch, mit einer roten Blume. Still alive. Team 9 vernichtet. Target-Zerstörung fehlgeschlagen. Derzeitige Truppenstärke unzureichend. Rückzug. Rückzug! Ist da irgendwas? Wow, da drüben ist was! Was zum? Was? Was geht hier ab? Was ist da los? Was? Und warum habe ich davor nicht gespeichert? Und wie kann ich Schaden machen? Okay. War da hier immer alles drauf, was ich habe? Dann schnapp ich mir die Raketen und schieße weiter. Ich brauche Luft. Okay, das macht immerhin auch Schaden. Ah, solange die Kleinen nach vorne geschickt werden, kann ich den Großen wohl keinen Schaden machen, scheinbar. Hä? Boah, das ist ein Rückstoß. Was? Ach nein, das ist Wind oder so, oder Strömung. Okay. Zeit, die Munition aufzufüllen. Verdammt. Vielleicht ein bisschen beben. Raketenwerfer ist echt super. Ich brauche mal ein kleines Schild hier. Boah, der Bumper muss Level 3 bleiben. Ich sagte, der Bumper muss Level 3 bleiben. Oh, dann habe ich das Ding da auch noch, ne? Ach verdammt, Level down. Aber das kriegt gleich wieder ein Level up. Fehlt ja nicht viel. Ah, jetzt nicht mehr. Raketen. Und ein Level up bitte für mich. Ja. Ah. Und da bin ich tot. Was zur Hölle ist das für ein Viech? Und wie kann man das besiegen? Boah, das alles ist nochmal. Das ist schon ein bisschen ätzend. Dass man da jetzt alles nochmal machen muss. Ja, das kennen wir doch alles schon. Und kann ich nicht gleich den Fahrstuhl runterfahren? Na gut. Was bringt das eigentlich? Kann ich jetzt schon den Lift runterfahren lassen? Sobald ich den, soll ich das Tor 4 repariert habe? Ja, kann ich. Okay. Boah. Okay, also nochmal zusammenfassend. Was war gerade los bei dem Viech? Ich habe dem Teil so direkt nicht wirklich Schaden machen können. Wobei irgendwie schon mit den Raketen. Das war wahrscheinlich der Flächenschaden, der die kleinen Teile getroffen hat. Also kann ich wohl den kleinen Schaden machen. Vielleicht muss ich zuerst die kleinen zerstören, bis ich den großen zerstören kann. Oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es gerne nochmal versuchen, hier zu speichern. Bevor ich da nochmal reingehe. Und ich hoffe inständig, dass jetzt die Türen und alles wieder offen sind. Ja.
Immerhin, das hat funktioniert. Falls ich jetzt drauf gehe, kann ich mir den Stress nämlich danach wieder sparen. Und einfach hier durchlaufen. So, Kor, da bist du doch. Leider gerade unverwundbar. Ich da irgendwie rüber gerade? Nee. Okay. Da muss ich eben doch noch Roboter quatschen. Vielleicht mit Curly? Ah, nee, so. So war das. Okay. Zack, 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 zack. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ja, ich würde ja gerne, aber das Tor ist zu. Einfach mal blind losschießen. Was könnte schon schief gehen? Oh oh. Ah, Mist. Was schiebt der denn da raus? Ich will die Heilung. Ich will die Rakete. Ich möchte diese Raketen. Und dann möchte ich die Raketen losschießen. Und zwar dahin. Dann hätte ich gerne wieder die Maschinenpistole, die Rakete gerne holen. Sie losschießen und dann wieder und dann ausweichen, den Schüssen da ausweichen. Ach, was? Kann ich damit gegenhalten? Nein. Immerhin, alle Waffen, so viel dazu. Alle Waffen auf Maximum? Nein. Das ist gerade nicht der Fall. Verdammt, wie komme ich da jetzt hoch ohne Maschinenpistole Level 3? Schon Erfahrung. Warum kommt die Erfahrung nicht herunter? Ach, das ist durchgehend. Oder? Nein. Oh, jetzt. Schnell hoch, erstmal Luft holen. Gut. So, ich eine Rakete. Heilung. Wow! Noch eine Rakete. Ah! Ah, Mist. Erfahrung. Erfahrung? Ja, sehr gut. Ah. Oh, und dann bin ich tot. Ey. Was ist das denn für ein Gegner, bitte? Und warum habe ich nicht volle Raketen? Ach, dann müsste ich hier nochmal durch, ne? Mist. Boah, was ist das denn für ein Viech, ey? Hey, Moment. Ich habe gerade gespeichert und dann war alles offen wieder. Okay, ich werde es jetzt noch einmal versuchen. Und wenn es dann nicht klappt, dann könnt ihr mir ja bitte einen Kommentar hinterlassen. Ich bitte wirklich darum, dass ihr das tut. Weil ich habe gerade keine Ahnung, was ich anders machen könnte. Wie ich denn diesen Gegner besiegen könnte. Diesen Endboss. Dass es mit dem Speichern nicht funktioniert, das finde ich echt ärgerlich. Ich meine, was soll das? Ich habe. Das ist echt was, was mich ein bisschen stört bei dem Spiel, dass man vor den Bossen, gerade bei den schweren Bossen, jetzt so ab Toroko oder so, oder vielleicht schon vorher der Frosch, oder auch nicht so weit. Wobei, direkt vor dem Frosch konnte man speichern, da waren nur zwei Sprünge dazwischen. Das war okay. Aber, okay, direkt vor Toroko konnte man auch speichern. Vor dem Monster X ist noch ein ganzes Stück Weg und hier ist auch noch ein ganzes Stück Weg. Das finde ich, also ich finde, man hätte passenderweise einfach hier nochmal einen Speicherpunkt setzen sollen. So hier direkt. Meinetwegen sogar hier drin. Damit man da nicht bei jedem Versuch das alles wieder neu machen muss. Na? Ja, das kennen wir alles schon. So. Genau. Jetzt möchte ich bitte einmal nach vorne die Teile hier abschießen. Hä? Warum haben die getroffen?
Die Erfahrung hätte ich gerne wieder. Sehr schön. Die Rakete hätte ich gerne. Nein, ich wollte noch nicht wechseln. Ausweichen. Jetzt. Jetzt ist die Zeit gekommen für die Raketen. Jetzt ist die Zeit gekommen für den Bubbler. So, Munition auffüllen. Kleines Schild aufbauen. Ah, Moment. Den kann ich nicht ausweichen. Verdammt. Da hätte ich schneller schalten müssen. Ja, das große Viech kann ich nicht treffen. Muss ich vielleicht erst die kleinen zerstören? Kann es sein. Das war blöd. Nein, gelegentlich kann ich das große doch irgendwie treffen, ne? Das Schwert hätte ich gerne. Okay. Dann möchte ich hier mit dem Feuerball reingehen, bitte. Okay, und dann wieder weg. Oh, ich brauche Luft, ich brauche Luft, ich brauche ganz dringend Luft. Ich brauche ganz dringend Luft. Zu spät. Alter, wie soll das denn gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich gebe jetzt auf für heute. Bis zum nächsten Mal.